Ik hoorde geen piep. Wel. Niet? Ja, wel. Hoorde jij wel piep? Je ziet daar ook rood lampje. Oh, ben ik zo doof, joh. Waar zie je een rood lampje? Op hier? Afstandsbediening. Hier, ja. Echt? Ja. Doe uit. Lampje aan. Nou, dan zijn we in beeld. Ja. Ja. Fans, daar zitten we weer. Ja, we hebben laatste week Adimotor hebben we een aanvang gemaakt met onze secundair antriep, of niet de lendies, ritselakse, ritselzaanraad. Wie doet dat maar nennen wil, primair antriep. Ja, en hebben we dus laatste maal, aber, ja, weer het zelen niet alles meer. Nee. Maar dat gaan we weer eindvacht laatste video's aanzien, dan werd alles duidelijk. Also, we hebben dat hier met deze distantschijven, gaan we dat mittig gemaakt. Bla 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 bla. Wat maken we heute? Heute maken we Grubenwelle opbouw. En we maken Kupplungskörbchen. Machen we. Also, en we bouwen dat motor samen. Nou, dat zit ook weer, ja, wanneer we dat alles maken müssen en erzählen müssen. Ik denk het 2-3 stunden. Also, we maken nu deze zending Kurbelwelle einbouw. En we maken Kupplungskorb einbouw. En we bouwen es samen. Nou, normalerweise, wenn we dat ohne reden maken, dan is dat, ja, ik denk, een motor samenbouwen, einde stunde, 1,5 stunde. Ja. Ne? Viel länger brauchen wir nicht. Ja, also, ja, wir gehen eigentlich gleich an die Arbeit, sonst wird's langweilig, wird's zu lang. Und was machen die dann? Schade, weil wir zeigen echt alles. Und ja, ich denke, das ist gute Information, womit man echt geholfen ist, ne? Ja. Also, an die Arbeit. Was haben wir heute an Teilen? Ich kann das zeigen. Dat hebben we hier aan onze tisch. Wat hebben we? Bremsenreiniger, zweitaktöl, dichtmasse, vet, Loctite, eine Grubenwelle natuurlijk. We hebben hier lager, altes model, want dat is een altes model, Grubenwelle. Ja, wenn ik dat nog erklären moest. Nee, dat erklär ik niet meer. Ook een video. Haben wir dafür gemacht. Also altes Modell, altes Modell Lager, altes Modell Simmering. Das hier ist andere Seite, an Zündungsseite. Vier Schrauben für Kupplungsdeckel machen wir heute nicht. Habe ich aber dabei. Sinter-Alu-Buchse für Kupplung. Und ein paar Sägeringe haben wir. Verdammt, wie heißt das auch schon wieder? Drehmomentschlüssel. Drehmomentschlüssel. Ja. Eine Haarföhn? Ja. Ja, für dich auch? Ja, nein, ich habe nicht so viel Haar. Ah, ja. brauchen wir, um die Lage warm zu machen, weil dann ist Montage einfach. Zeigen wir gleich. Hammer. Ha, Hammer Time. Brauchen wir auch natürlich. Oder vielleicht, ja, wenn wir das heiß genug machen, nicht. Ha, wird alles deutlich. Zange andersom brauchen wir. Oder Sägering, Zange natürlich. Ja. Ja. Alles duidelijk natuurlijk. Nou, dan gaan we weer terug naar de motor. Adimotor, wie gezegd, eingebouwd, koppelingshuis. En nu ja, is de Grubenwelle dran. Dat is logische volgende. Eerst maar primair antriep, Grubenwelle, koppeling. Daarna zündung. Ja, of eerst maar cilinder. Eerst maar cilinder. Ja, zo. Ja, dat zeigen we in onze dritte zending. Ja, wat nog interessant is, vind ik immer. Ik bouw dat immer zo af, Erik. Ik weet niet wie doet dat mag, maar hier is dat draad. Natuurlijk. Ja. Also, deze zijde, wenn alles fertig is, dat man dat dichtbouwt, dan kunnen hier die schrauben erin. Maar ik heb dat ook manchmal andersom gemaakt. Ja, en dan moest man dat weer. Ja, nee. Geht nicht. Nee. Also, immer aufbauen mit oberste Hälfte unten. Ja. Das ist es eigentlich. Dann ist es einfach, weil sonst muss man das noch umdrehen. Am Ende will man nicht, da kann das wieder rausfallen, da kann Spiel kommen, dann ist die Dichtung nicht gut. Okay, Grubenwelle. Ne? Ja. Da haben wir natürlich ein, ja, wie nennen wir das? Eine Stahlplatte, die haben wir auch im Shop jetzt.
Das ist das Originalteil vom Buch. Die braucht man immer zum Einbau vom Lager. Weil sonst, wenn man das zum Beispiel so... Ich mache das ganz vorsichtig, okay? Ja, ja, ja. Wow, da bin ich immer so. Wenn man das so macht, ne? Das ist alles in Fabrik vom Produzent für 99%, sagen wir, immer balanciert, ne? Oder? Ja. Ja, 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 99%. Nimmer 100, aber die haben eine Toleranz. Und die sagen immer, wenn da Unwucht ist, ist die Toleranz. Und dann ist es auch öfter so, ne? Nur wenn man sehr hohes Drehzahl hat, dann bemerkt man das eigentlich. Normalerweise ist das Spiel bis 0,05, also 500ste. Ja. Ab 6000 Umdrehungen, glaube ich. Ich weiß nicht genau, maar... Ja, ich auch nicht, aber nee. auf der Straße ist das nicht zielbar. Kein Problem. Nein. Naja, wir machen hieraus auch keinen echten Rennmotor. Wir machen eine 70 Kubik, denke ich, später. Zylinder drauf mit 15er Bing. Vielleicht eine größere Vergaser. Und wir fahren das auch in ein paar Wochen. Ich hoffe, das geht noch vor unserem Urlaub, aber ich denke, es wird danach. Aber davor ist das Ganze aufgebaut, ne? Ja. Dann machen wir. Okay, also, wenn man hier... Na, ne, altes Lager habe ich hier noch. Wenn man hier das drauf macht und man haut bam, Vollgas drauf, dann hat man ein Problem hier. Weil hier trägt der Kurbelwelle, ne, am Pleuelbuchse. Aber hier nicht. Ja, dann ist das echt mit, nou, ik denk met een slag, is dat schon Unwucht drin. Ja. Dat wil man niet. Also, man muss Kurbelwelle immer unterstützen. Und dat mag man eigentlich. Maar wieso haben wir das nicht vorher gemacht? Ja. Man schiebt das hier zwischen. Und so. Und dann hat man eine stabile Basis, weil das ist echt 3 mm dick, denke ich. Da kann man ruhig mit Hammer, aber was machen wir zuerst, Erik? We moeten onze Lager, die machen wir ein bisschen warm. Ja. Wieso? Naja, eigentlich ist das ja, ganz deutlich. Wenn es warm ist, dann... Ja, setz das auf. Setz das aus. Ist das Deutsch? Ich denke schon, dass... euch alle das versteht, ne? Und dann sind noch Leute dabei und da will ich echt eine Warnung machen, die vieren dann den Kurbelwelle mal ein. Abend vorher, vor Montage, die denken dann, ah, ich friere das ein und dann mache ich das warm, dann geht das ganz einfach. Aber eine eingefrorene Kurbelwelle, ja, da kommt Wasser drin, ne? Und man will, ja, beim ersten Start will man eigentlich nur ein bisschen Öl dran haben, aber natürlich kein Wasser. Und da sagt man, ja, aber das geht wieder weg und das verdampft und kein Problem. Nee, nicht machen. Nur Lager verwarmen, heizen. Egal, ich mache das fast immer im Ofen. Der Erik macht das mit der Haarföhn. Ja. Mit, wie nennen wir das? Verfstripper. Ja. Und ja, nicht zu lange. Das ist so ein bisschen hin und her. Ich mache immer... Ein, zwei Minuten ist genug, ja. Okay, naja, dann müssen wir das mal auspacken. Und dann scheren. Oh hier. Moment. Ja, dann wieder zurück. Das müssen wir nicht an diesem Papier machen, denke ich. Ne? Nein. Hier? So? Oh, ja, oder mit einer Zange. Oh ja? Ja. Ja, okay. Ja. Aber natürlich erst... Ja. De Zimmerin. Ja, das mache ich so gleich. Wenn du das heizt, dann werde ich mittlerweile Zimmering einbauen. Nou, das letzte Mal habe ich gesagt, auch bei diesem Primärantrieb, immer ein bisschen Fett am Innenseite machen. Ja, wieso? Ja, dann stroeft das nicht, dann geht das einfach leicht drauf. Weil jetzt siehst du schon weer. Oh ja. Wir nehmen auch für diese Motor FKM-Simmeringe, weil es wird ein 70 Kubik mit etwas mehr Drehzahl. Und unsere normale Simmeringe sind auch gut, aber das hier, ja, Rennqualität, ne? Ja. Naja, der Erik macht inzwischen... Ein bisschen schwer mit einer Hand. Oh, muss ich das machen? Oh. Geht das? Ja. Weil der... oh so! Na, dann muss ich mal ein bisschen eilen machen, weil... Das ist natürlich so fertig. Also, ein bisschen Fett, nicht zu viel,
Nur ein klein bisschen. So. So. Und dann machen wir, weil diese Frage bekommen wir auch ziemlich oft. Wie muss ich diese simmering einbauen? Moest dat met dichte zijde naar außen of de offene zijde? Nou, dat kan ik zeer duidelijk erklären. Ik dacht vroeger, ik mag dat zo, met offene zijde naar außen, weil dan had man meer voorverdichting. Ja, stimmt, weil dan werd deze kubbelwellige hose weer kleiner. Functioneert niet. Weil deze innerlippen, hier, oh, voorzicht. Deze innerlippen had een richting. Und wenn das zo montiert is, dan drukt die öl einfach ja, veel sneller raus. Ne? We hebben deze vele öft gemacht. Ja, aber man denkt, beim Rennmotor. Ja, man denkt, meer voorverdichting is meer aanzoek. Functioneert niet. Immer met dichte zijde naar außen einbauen. Nou, gehen wir mal. Nou, is ganz einfach. Was man nicht wil, is dat deze simmering am Kurbelwelle streift. Nou. Da haben wir ganz einfach diese Messeisen, Messschieben, nee, nicht Messschieben, ein Metrica 13 Blade. Da können wir einfach, ja, es liegt ein bisschen dran, na, ich nehme einfach eine 1,5 mm. Ja. So. Und dann ist das eigentlich fertig. Aber wir sehen das nochmal nach bei Montage vom Lager. Ja. Oh, da haben wir jetzt die falsche Seite, Erik. Oh nee, ja, nee, wir müssen Kupplingsseite haben. Also, diese muss noch erst drauf. Ach. So. Ah. Ja, dann drehen wir die Kupplung mal. Ja, dann machen wir erstmal andere Seite. Ja. Macht auch nichts. Das ist kein Problem. Rausschieben. Einschieben. Ja. So. Und dann. Zack. Nee. Ja. Wie heiß ist denn das Ding? 800 Grad oder so? Nein, ich denke. Ja. 500-600. Nee, echt? Ich mache das im. Oh, oh. Ja. Mal aufpassen. Und, und jetzt, wenn Lager heiß ist, nicht drehen. Nee, niet erin. Nee, nee, nee. Nee. Nou, dan moesten we weer wachten jetzt. Dan moesten we. Ja. Ja, dat, maar dan kan man die andere bereits natuurlijk een beetje. En dat is ook nog een. Ja, is een ungeschriebene regel. Ungeschriebene, ja? Ja. Dat schrift auf dem Lager nach außen. Ja, 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 ja. Ja. Daar zijn ook video's in YouTube te vinden. Dat is. Voor de werking, dat lager, is geen probleem. Nee. Aber für die Mechaniker, die Leute, immer die Schrift nach außen. Ja, und die Leute, die das machen, die machen das eigentlich pur, weil da ist eine Produktionslinie und dann sind die alle gleich eingebaut. Ne? Das ist eigentlich, weil wenn das andersrum drauf ist, ja, ist das nicht wie das so produziert ist. Ja, okay. Ja. Ich denke, ihr versteht das. Ich habe echt wirklich nie drauf geachtet. Aber du bist Mechaniker. Ja, ja, Ich bin nur Hobbymechaniker. Nee, ich habe echt nie drauf geachtet. Also, aber Schrift nach außen. Ja, wenn man eine Kurbelwelle im Gehäuse ist, ja, und der Lager sind umgedreht und sie wollte die Nummer der Lager wissen, muss man erst der Lager demontieren. Und jetzt kann man gleich gucken, welche Lager muss ich haben. Ja, dann finde ich das echt logisch. Ja, und das ist eigentlich. Ah, oh, das ist richtig schlau. Ja. Okay, na, finde ich. Zo leerde ik ook wel wie de rest was. Ja, goed, Erik. Dus, zeer goed. Nou, maar zeg. Andere zijde. Oh, geht. Ja. Oh nee, maar deze achse werd ook. Ja, ja, ja. Man! Ik mag dat immer. Het was eigenlijk een beetje zu lang, maar. Ja, weil ik mag dat im Ofen eigenlijk immer zo. Sag maar 120, 110 Grad. Niet meer. Ja, das machen wir nachher. Ich habe erklärt, dass das mit dieser. Ja. Und jetzt habe ich noch eilig. Eine Minute. Ring nach außen, Jungs. Oh.
Fertig. Een kind kan niet wasje maken. Ja. Zagen we hier in de Nederlanden, hè? Ja, het probleem is jetzt, dat we hier... Een beetje warm is, dan leggen we dat koelbewillet zo zuiten. Holen we hem aan in een tasse café? Ja. We holen een tasse café, en dan zijn we weer in 5 minuten. Ha, aber, ja, in YouTube natuurlijk zijn we weer in 10 seconden weer. Ja. Zurück. Bis gleich. Dat was een goede tasse café. Ja. Maar we hebben niet afgekoeld, hè? Nee, hebben we niet gemaakt. Oké. Normalerwijze, wanneer ik dat in oven mag met 110, 120 graden, dan gaat dat niet zo einfach drauf. Dan neem ik immer. En man wil niet houden. Ne? Dat wat du gemacht hat jetzt, is echt, echt super. Ja. Ich weiß nicht, ja, jeder hat einen Ofen zu Hause. Aber dann muss ich denken, das wird 200 Grad. Und wenn ich das auf 110 mache, dann muss ich immer 110, 120, dann muss ich noch immer so, ja, ich mache das jetzt nicht natürlich. Nein. Dann muss man immer noch ein klein bisschen helfen. Aber echt nur tick, tick, tick. Und dann ist das drauf. Ja. Erik, das hier, wunderbar. Wunderbar. Ja, aber auch noch eine Option, das ist der Lage, kalt montieren. Ja. Und dafür ist eigentlich... Diese Pressplatte. Ja, aber kalt montieren. Und mit einer Presse, aber... Ja, das ist gut. Gute Alternative. Ja. Wenn man eine Presse hat. Aber dann noch immer am besten ein klein bisschen erwärmen. Ein klein bisschen Hitze drin. Ja, maar das ist... Mit, das geht ist das, das, ja. Ja. Ich finde das echt... eigentlich immer das Beste. Klein bisschen heizen und fertig. Na, da sind wir an dieser Seite fertig. Wir zeigen noch, dass diese Simmering... moest nog iets naar außen. We moesten hier nog een zegering drauf maken. Ja. Dat kunnen we eigenlijk zuerst maken, denk ik. Ne? Dan blijven we weer aan deze zijde. Nou, deze is lager. En veel mensen vergessen dat eigenlijk. Man ziet hier... Ik zeig dat ook maar voor die camera. Man ziet hier nog een slits. Hier. En deze slits, daar moest een simmering drauf. Nee, een zegering. Zegering, sorry. Deze ring aan de außenseite van lager is natuurlijk ook zum Sicherung in gehuizen. Maar Puch had dat zo gemaakt, eigenlijk een Doppelsicherung, dat hier nog een simmering drauf moest. Geht dat met een. Ja, een beetje schwer, aber. Ja, moet ik dat maken? Ja, heute geht nog niet. Oh man! Nou, dat is deze. Zo, en dan, nou, dat gaat ook met zangen. En zo, zack, oké. Nou, dan kan man dat jetzt ook duidelijk zien. Dat is echt dafür gedacht. Also eigenlijk een Doppelsicherung. En dat is natuurlijk om die kräfte van Kupplungsgehäuse. Dat zijn, weil dat natuurlijk een niet gerade verzaand is, maar schief verzaand. Daar zijn kräfte drauf. Ne? Wenn man Gas geeft, Gehäuse komt naar außen. Oder naar innen. Oder naar innen bij altes model. Ja, we moeten een beetje voorzichtig damit zijn met altes en neues model. Man hat natuurlijk twee richtungen. Ne? Ja. Linksom, rechtsom. Ja. Und das hier, ja, diese Kräfte, die ziehen hier aan deze Seite vom Lager, will man nicht haben. Also Doppelsicherung. Dann können wir zwei Dinge machen. Wir können mal sehen, ob diese Buchse passt. Das ist jetzt einfach, ne? Aber ja, ich denke schon. So, das ist diese Gleitbuchse für unser Kupplungsgehäuse. Am besten immer vorher machen. Es kann sein, wenn man das zum Beispiel bei einer alten Kurbelwelle macht, dass hier ein Grat ist oder hier ein Grat ist. Und dann kann man das Beste vorher abschleifen mit einer Feile oder... Natuurlijk, boeksen een weinig slijven. Jetzt kan man echt goed schrauben. Man kan, man ziet het goed. Weinig problemen zo. Ah, alte originale Puch aufkleber. Geht. Umdrehen? Ja. Dan ziet man dat niet. Ne? Oké, andere zijde. Machen we eerst. Also, erstmal deze andere simmering drauf. Genau wie die andere zijde. Klein bisschen vet. Niet zo veel, soms stroeft het en veder kan, die kan ook, wie zegt man dat, kan man rausdrukken, zo te zeggen. En einfach, dat is die einfache Seite hier, zo aan kurbelwellen
einbauen. Na. Was ist jetzt los? Noch nichts eigentlich. Aber wir wollen das einbauen. Und dann muss diese, wie gesagt, diese Simmering muss nicht am Kurbelwelle streifen. Man will auch kein Fett hier haben, auch keine Dichtmasse. Das muss trocken bleiben, ne? Das ja. ist, weil viele Leute, sehe ich, die machen am Motor, beim Motorzusammenbau, Dichtmasse hier, Dichtmasse, überall Nein. Dichtmasse. Ne? Den ganzen Werk staat unter der Dichtmasse. Und das will man eigentlich nicht. Das muss trocken bleiben. Nur Innenseite ein klein bisschen Fett für ja. Einbau. Weil, wenn da Fett dran ist, ja, dann lekt es einfach schneller. Ja, und wenn man Dichtmasse auf die Simmeringen nodig hat, dann Gehäuse wegschmeißen. Ja, ja, das ist auch so. Nicht ja, wir haben glücklicherweise ein neu, aber inderdaad, beim Neuaufbau, wenn man Dichtmasse dran machen muss, ja, dann ist das Motor eigentlich fertig. Ja. Wegschmeißen, ja. neue kaufen. Oké, okay, gehen wir mal zum Motor, mal sehen, ob alles ein bisschen passt. Ne? Einfach. Also, Kurbelwelle rein. Man drückt das ein bisschen. Na. Und dann kann man sehen, ich mache. Ich gehe ein klein bisschen auf die Seite. Ja, wir müssen diese Seite. Geht das mit einer Hand? Ja, ja. Diese Zimmering muss noch etwas nach außen. Kann man auch sehen. Ich gehe mal auf die Seite. Dann können wir das echt gut zeigen. Sag mal einfach, was du machst, Erik. Nou, neem een... Wie veel millimeter? 1 millimeter. 1 millimeter. Ja, 1 millimeter. Ja, ja. En dan steekt man tussen de kurbelwelle en het gehäuse en de simmering. Zet zich automatisch, ne? Ja. En dan ziet man aan beide zijden de simmering. Is nog een klein beetje spiel. Ja, braucht man ook natuurlijk. Ja. Oké. Okay. En dan die andere zijde ook zo. Want we willen niet dat de simmeringen aan lager schleift. Ja, genau. Also, so baut man eine Kurbelwelle ein. Vielleicht kann die Kamera hier nochmal von Vorderseite zeigen, dass Kurbelwelle auch ja, echt ganz nett in die Mitte ist. Vom Gehäuse. Ich guck mal mit, ob das Bild gut ist. Ja, ja geht, Robert. Ja, nicht schlecht. Nee. Ja, gut. Eigentlich super. Also, ja. Fertig? Ja. Ja, denk ik schon, ne? Ja, muss, wir bauen das gleich wieder aus, weil dann müssen wir natürlich Dichtmasse dran machen, ne? Ja. Dann geht alles wieder raus. Ja, oder man muss das an diese Seite machen. Aber ich mache immer Dichtmasse beidseitig. Nicht, nicht damit einverstanden? Ja, jawel. Ja, oké. Okay. Man macht nichts. Okay. Was man mit dem Originalgehäuse hat, wenn du die Unterseite Dichtmasse schmiert, dann sieht man immer von oben. Ja. Niet al, immer Fläche. Ja, genau. Ja. Ja, is waar. Nou ja, was kunnen we jetzt noch? We moeten die Gehäuse noch ein bisschen entfetten. Ja, 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 entfetten is wichtig. Wollen wir mal versuchen, ja, dat geht jetzt, weil Motor noch offen ist. Ziemlich einfach. Buchse haben wir schon probiert, passt. Ne? Aha, da muss eine Schimmring. Ja. Aber zum Versuchen, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Funktioniert einwandfrei. Und dann können wir gleich gucken, nach, ob die Kupplung nach innen oder nach außen gedrückt wird. Ja? Ja. Kannst du das zeigen? Ja. Okay, warte mal. Geh ich mal wieder auf die Seite, weil das ist typisch. Hoch. Oh, komm. Ja. Und diese Kupplung kommt nach außen. Ja, geht nach außen, ja. Ja, siehst du gleich, ne? Weil hier ist das jetzt schon schief. Ja. Nur nach zweimal drehen. Ja, geht nach außen. Nou, dann ist das deutlich zu sehen. Und daher an dieser Seite extra Simmering, um diese Kräfte ja. ein bisschen, ja, dass man keine Schade bekommt, als das zu ja. weit nach außen kommt natürlich. Ne? Natürlich wird diese Kupplungskorb auch noch mit einer Sägering eingebaut. Aber das zeigen wir gleich. Ja, was ist jetzt das Beste? Ich denke, wir können eine Distanzscheibe jetzt machen. No, ich denke, oder erstmal zusammenbauen? Erstmal zusammenbauen. Zusammenbauen, okay. Na, immer nachsehen, sind wir nichts vergessen. Also, Simmeringen sind drauf.
Das ist hier mit unserer Distanzscheiben ganz in die Mitte jetzt. Ja. Auch schon Simmering drauf. Ja, hier auch. Nou ja, bauen wir eigentlich alles aus und gehen wir entfetten, denke ich. Ja. Und dann zusammenbauen mit Dichtmasse. Ja. Hm? Ja. Ja. Und dann Kupplung. Hoppla. Na. Und immer sauber arbeiten, Jungs. Sauber arbeiten. Also, dass hier, dass da kein Schmutz drauf kommt, kein Sand, kein Fett, kein nix. Will man nicht. Also immer. Na, was denn? Ja, da ist es. So. Na. Oh. Das sind die Distanzscheiben. Letzte Sendung ansehen. Das ist am besten. Na, das dreht sich. So. Entfetten. Entfetten. Einfach. Ja, ich nehme immer Bremsenreiniger. Und wieso ist das Entfetten eigentlich so wichtig? Ja, weil dann haftet unsere Dichtmasse besser. Haftet das echt besser. Wenn man das nicht macht, ich weiß von vielen Leuten, die machen das so. Ja, Dichtmasse drauf, ist ein neuer Motor. Ne? Aber auch ein neuer Motor kann natürlich nicht gut gesaubert sein. Wir haben hier mit unseren Händen, bei unseren Rennmotoren echt, machen wir das mit Handschuhen. Ne? Weil man will echt kein Fett dran haben. Dann ist es, ja, Blödsinn, weil man hat so viel Arbeit jetzt. Und dann wird das eigentlich mit Dichtmasse und dann wird das undicht. Ja, dann ist man echt sauer. Ne? Ja. Hat man hier eine Stunde gearbeitet, ne? Oder zwei oder drei, egal wie viel Erfahrung jemand hat. Also immer diese Fläche, nichts vergessen, beidseitig machen. So. Speziell mit einer gebrauchten Motor. Ne? Ja, das ist hier neu. Aber mit einer gebrauchten Motor, was nog vet van außen is. Jongens, echt waar, sauberen immer alles goed. Weil, ja, nette arbeid, dat loont zich echt. Ne? Weil, wenn man, ja, echt, motor komplett eingebaut hat. Und man bemerkt erst, wenn das dreht. Ja. Ne? Undicht, ATF-Öl im Brennraum. Ja, 200 meter fahren. Katastrophe, sagt der Gilles. Ja. Ja. Echt Katastrophe, weil ATF-Öl im Gehäuse, ja, das heißt einfach klemmen. Ne? Geht 100, 200 Meter, geht das. Ja. Und dann ist das fertig. Und das ist echt zu schade. Hat man viel Geld bezahlt für neue Teile. Und dann hat das echt nur 100 Meter gefahren. Und alles ist wieder weg. Na, und das ist nicht untersucht. Nee. Okay. Haha, daar gaan we weer. Haben we hier. Dichtmasse. Maar, oh, dat is schon wieder trocken, ja. Ja. Ja, godverdamme. Nee. Oh, wacht maar, ik ga hier nog met een beetje bremsen reinigen. Dat geht am besten. Dat is ook een tip. Bremsen reinigen, reinigt. Dichtmasse, dat is het beste. Oké. Okay. Ja, gehen wir mal los. Ik weet niet, weil dat is een. Nou, aufwendig is een großes woord. Ik vind dat immer een zeer schöne arbeid. Ja, fangen wir einfach an, ne? Ja. Und ich weiß nicht, was euch alles macht. Ich weiß nicht, wie der Erik das macht. Aber ich mache immer eine dicke Lag. Dicke Schicht. Eine dicke Schicht, weil man kann besser ein bisschen zu viel haben als zu wenig. Ja. Da sind die Meinungen verteilt. Ja, ich mache das nicht. Nee, ja. Ich mache immer eine dicke Schicht und eine dünne Schicht am anderen Seite. Wieso machst du das nicht? Na, ich mache nur eine dünne Schicht am einen Seite. Ja? Ja. Persönlich. Eine Seite? Ja, nur eine Seite. Oh Mann. Und ich mache immer beide. Ich denke, ja. Habe ich von der Hans gelernt eigentlich? Von der Hans Minne, unsere Rennfahrer. Ja. Der hat so viel Angst vor Falschluft. Ja. Und ATF-Öl. Aber der braucht eine ja. Düse mit blauer Silikon von Loctite. Ja, echt. Der klebt alles zusammen. Ja, der hat so viel Angst vor Falschluft und Probleme. Also, das habe ich eigentlich von der Hans gelernt. Er hat gesagt, nee, mach mal etwas extra, von etwas Extras geht nicht mehr kaputt. Ja.
Ja, vielleicht kunnen we dat hier een beetje. Ik zeg maar dat snel zeigen, want ja, dat is eigenlijk langweilig, want dat moet goed gemaakt worden. Hè? Keine halbe arbeid. Ja. Hé, hey, dat is met deze stiften, die stiften zijn schön. Maar dan moest man zeer goed. Ja. Goed arbeiden, hè? Zie je dat? Want daar wil man eigenlijk ook keine dichtmassen dran hebben. Moest weer, vielleicht maar. Ja, want dan kan man eigenlijk besser. Die Oberseite. Mag ik ook. Ja. Daher. Wist ik schon. Wist ik wel. Wist ik wel. Ja, wist ik wel. Wist ik wel. Oh ja. Verdammt. Oké, okay, ja. Jongens, hier zijn also deze passtiften erin. Man kan inderdaad best daar. Ja. Voor ons ook de eerste. Ja, maar dat is das Vorteil oder Nachteil. Wenn man etwas nicht vorbereitet, ne? Ja, wenn man so hier im Studio geht oder im Werkstatt und denkt, ja, wir machen das in 5 Minuten und ja, wir sind ganz seriös, nicht. Und das Problem ist dann, dass diese, Probleme sind es nicht. Aber diese Dinge, ich denke, auch ziemlich interessant für unsere Kunden. Dann sagen die auch von, Simon, das sind keine Probleme, aber das sind Dinge, die passieren. Ja. Auch bei uns passiert das. Auch bei uns passiert das, genauso. Wir sind auch keine Schraubgötter. Wir sind auch nur normale Hobbyschrauber. Und du machst das noch beruflich, aber an LKWs, ne? Ja, LKWs. LKWs, das ist alles etwas größer, ne? Etwas größer, ja. Ja. Und weißt du, ich mache das auch schon Jahre. Und auch, ich bin auch ein bisschen zu dumm dafür, weil ich würde das die nächste Mal wieder machen, ne? Ja, echt. Ja. Echt. Ik heb dat niet in mijn gehirn, geht dat niet. En bij toeval moest ik dat ervaren. Als het nächste Mal, wenn ik dat zuerst neem, dan geht dat voor dat nächste, dan vergesse ik dat nimmer meer. Maar dezelfde, wie zegt man dat? Dat man datzelfde bedenkt, dat is bij mij nimmer. Echt. Ik moest dat ganz aus Erfahrung machen. En jetzt denk ik, dat is niet. Niks meer handig. Nee. Maar dat kan besser, wenn man nur die andere Seite neemt. Maar goed. Gehen wir weiter. Nou, goed, Dick. Vorsicht, dass das nicht auf diese. Hier sieht man schon, dass das nicht auf diese Lagerschale komt. Daar wil man kein Dichtmasse haben, wie gesagt. Bist du noch da? Nicht in Schlaf gefallen? Wir machen einfach weiter. Weitermachen. Nou. Ja, man kann da auch mit der Ruhe machen, nehmen, weil das trocknet. Niet zo snel, ne? Nee. Scheiße. Ja. Erik, ik mag dat aan de andere zijde, dan mag ik weer een dunne schicht. Also ja. Wie du siehst, goed verteilen. Dat is een beetje. Ja, wie zegt man dat? Ganz een beetje datzelfde is op alle zijden. Nou. Ja. We nemen even Maasiel. Vinden we, want dat is op gummibasis, ne? Ja. Ja, dat geht einfach. Ik mag hier een dunne schicht. Nur bij deze passtiften mag ik etwas meer. Aber weiter mag ik zo een dunne schicht aan deze zijde. Ja. Und dann kommt inderdaad, wenn man das zusammenbaut, dann presst es natürlich ein bisschen raus. Ja. Aber ja, da kann man später, wenn das trocken ist, oder wenn das noch nass ist, aber das am liebsten nicht machen. Wenn es trocken ist, kann man das so mit Finger so ein bisschen wegdrücken. Mal sehen. Dünn, so, ein bisschen schmieren. Ach, weißt du, so, muss ich nur bei die Passstifte mal... etwas extra noch machen. Wenn das nur ein dünne Schicht ist. Und ja, er trocknet langsam, also man kann das, wie gesagt, immer mit der Ruhe machen. Oh man. So. Und dann danach wieder Hände mal reinigen, weil sonst ist Dichtmasse an Grubewelle, am Primärantrieb. Das will man auch nicht, ne? Nein. So. Kannst du das noch ansehen so? Oder denkst du, oh man, was macht der? Nein. Hans bellen, Hans anrufen. Ja. Der erklärt das ganz einfach. Der sagt, du brauchst eine ganze Flasche. Ja, und ich muss sagen, seine Rennroller war immer
snel. Ja, maar wat dacht je van deze motto onder mijn ploeg met zes toenen van Vaals? Ja. Also, dan varen we zes toenen, hè? Er zijn zes toenen rennen, dat is immer in november. Ja, jede twee jaren. En de Hans, der bouwt dan, dat is zijn eigen motor, en die komt onder mijn ramen eigenlijk. En dan heb ik dat gebouwd, en dan zegt hij, ja, breng dat maar voorbij. Ja, maar dan zeg ik, ja, we moesten dan vrijdag wegvaren. We hebben vast geen tijd, het is middag. Nee, breng dat maar voorbij. Want dan neemt hij echt waar, in één avond, bis half vier nachts, neemt hij dat auseinander. Ja, heb ik alles schon opgebouwd, ne? Echt waar. Ontkoerd. Alles aus in handen. Überall Loctite. Dan jede schraube Loctite. Jede schraube Loctite. Weil da muss echt kein Zufall sein. Nee. Das Ding, das ja. Und dann habe ich das Gefühl, der traut mich nicht. Aber nein. Ist doch so. Okay, alles klar. Stifte sind hier und sind hier. Ja. Da mache ich noch ein klein bisschen extra. Aber ja, ich weiß schon, dass das dicht ist. Ne? En hier. Goed. Dan bouwen we alles weer samen. Also, erstmal handen reinigen. Ja. Is echt wichtig. En dan erstmal weer primair antrieb erin. Dan is hier in deze snapring is een öffnung. Nou, ik vind dat immer am besten. Öffnung naar oben. En dan bouw ik dat zo ein. Wieso? Dan weiß ich ganz sicher, dass das nicht hier auf die naad is. Ja, ja, dicht is dicht. Ik wijs eens. En daarvoor mag ik immer die öffnung naar unten. Ja, zuerst. Ja, dat die öffnung hier im Gehäuse is. Oh. Wenn man de Gehäuse zusammenbringt en er staat een klein beetje offen, ja, dan komen die Gehäuse niet zusammen. Kan ik niet met pensionado gehen? Ja, dat kan. Weil dan kan du das übernehmen, du sprichst goed Deutsch. Genau so, gut wie ich. Ja. Okay, das machen wir gleich. Ja. Geht das noch? Die Distanzscheiben. Ja. Ja. Ja, geht. Klein. Ja, mal drücken, dann sind die in der Mitte. Das hier. Ja, das ist deine. Ja. Messding liegt da, ja. Ja. Super. Keine Panik, weil diese Dichtmasse, da kann man noch, denke ich, 10 Minuten. Am mindestens 10 Minuten. Ist es jetzt gleich mit Gehäuse? Weil das finde ich immer schön. Ja, jetzt ist gleich mit Gehäuse. Oh. Ja? Oh ja, das finde ich immer so schön. Ja. Ne? Das finde ich auch von außen so schön. Ne? Also, wenn man nicht die schnellste hat, muss man die schönste haben. Ne? Ja. Ja. Und dann denke ich immer, ja, wenn das so gleich ist, na, mal kontrollieren wieder, ob alles freiläuft. Na, ist super. Und jetzt müssen wir noch ein Ding machen. Mmh. Ja. Ich konnte die Kommentare al voor mich sehen. Wat dan? Was haben wir vergessen? Hä? Ein bisschen Zweitakt-Öl in die Lage. Oh, scheiße. Oh, verdammt nochmal. Ja, da kommen die Kommentare. Ah, du bist die Öl vergessen. Oh, Erik. Meine Retter in Not. Oh, bin das echt. Ich mache das immer. Ja, aber das ist auch, wie man sich das gewöhnt. Ich mache das immer, ja, vorher. Eigentlich. Ja. Ja, weißt du, weil jetzt muss ich wieder Simmering ausbauen. Aber wenn sie die Lage wärmen, hat der Öl keinen Sinn. Genau. Er läuft gleich weg. Klein bisschen, nicht zu viel, ist eigentlich genug. Ist für die ersten Meter. Ja. Ne? Wenn man da startet, den Zweitaktöl in Gemisch sorgt natürlich dafür, dass Lage geschmiert wird. Diese Seite auch. Ja. Und ja, man weiß für die ersten Meter, ja, ist kein Öl drin. Und dann ist das nicht gut. Muss nur ein klein bisschen sein. Echt eine Tropfen. So im Lager. Bisschen drehen. Echt die erste. Ja. Naja, erste Meter, denke ich. Und jetzt haben wir auch Zweitaktöl auf das Lager am Kupplungsseite gemacht. Das ist normalerweise ATF-Öl. Ja, nicht zu viel. Ist kein Problem. Nee, ist kein Problem. Wenn das nur nicht zu viel ist. Jetzt geht das wieder die Öffnung nach unten. Öffnung nach unten. Du machst das wieder mit diesem Messding? Ja. Okay. Ja, ist drinnen. Oh.
Dat is echt wichtig, jongens. Want wenn dat strijft, ja. Komt verslies, gaat schief im Gehause. Öllekkage, also wie de ATF, gaat hierdoor of hierdoor. Ja. Komt in Brennraum 100 meter weg. En was ook aan de Zündungsseite zeer veel passiert. De Simmeringen dichtet dat Ölkanaal ab. Ja, ja. Nee, Dichtmasse. Nein. Meinst du? Der Simmering. Ja? Diese Lage wird auch. Aber wenn hier da kein Raum ist. Ja, 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 verstehe. Ja, 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 genau. Fertig zum Einmal? Ja. Nou ja, kannst du noch einmal anschauen, diese Dichtmasse? Und dann sieht man das, wenn das alles richtig eingebaut ist, ein paar Jahre nicht mehr. Weil ja. Natürlich nicht. Nee, nee, nee. Das ist nicht erwünscht. Also, vorsichtig. Wir haben natürlich Glück mit diesen Passscheiben. Und da sieht man eigentlich schon, das muss auch leicht gehen. Ne? Ja. Man will nicht, dass das forciert geht. Also, man drückt das so ein bisschen. Ich denke, hier muss es ein kleines... muss es das reinhauen mit Gummihammer? Nein, nein, nein. Nee, nicht du, nee. Nee, nee, wieso nicht? Der Bolzen anziehen am Kreuz. Ja. Und dann setze ich selbst. Ja. Also, ja, wir bauen das jetzt... Alles wieder ein. Erstmal. Oh, wir können noch natürlich. Ja. Das, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, du hast alle recht. Chris. Ja, 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 ich ja, weiß. Loctite vergessen. Ja. Ja. So, normalerweise, dann baue ich auch einen Motor auf. Alleine. Ruhig. Ruhig. Und dann vergisst man eigentlich nichts. Ne? Nein. Jetzt schon. Ja. Und dann nur. Mehr braucht man nicht. Nur ein klein bisschen. Ja. Ich mache nicht mehr zu viel drauf, weil wenn man das wieder ausbauen muss und auseinander muss, ja, dann muss das auch wieder ein bisschen leicht gehen. Wir nutzen auch immer diese Loctite 243. Wieso? Das ist eine leichte Sicherung, glaube ich. Ja. Oder ein Medium ja, Sicherung. Ja, eine Medium, ja. Weil ja, es muss immer wieder auseinander können. Wenn man diese schwarze oder grüne nimmt, diese, ja, wie sagt man das, harte ja, und Haften. Und was sie echt... Jemand hast, dann brauchst du die rote. Ja, wenn, ja, wenn ja, du. Ja, ja, ja. Dan musst du so 300 Grad wärmen, um. Oh, echt? Um zu lösen, ja. Wann, wer braucht das denn? Ne? Ja, wenn etwas echt nicht mehr auseinander muss oder so. Ja. Wenn man das einmalig einbaut. Ja. Und wenn das Teil verschließt hat, dann baut man das ganze Teil ab, werft man weg. Ah, oké. Okay. Ja, die habe ich noch nie gesehen. Hab ja, ich wel. Wir sehen das viel an den Kolben von der Zylinder, von der Ladebordwanden. Oh, echt? Immer met de rode Loctite. Oh. Ja. Schlüssel. Nee, niet die. Nee, 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 nee. Oh. Ja, ja, T-Schlüssel. T-Schlüssel. Oh, ja. Ja. Nou, wie gesagt, als laatste maal. Eerst in die Mitte. Kreuz links. Braucht man jetzt noch nicht zu machen, weil es noch keine Spannung drauf. Aber erstmal bis zum Anschlag, sage ich immer, bis zum Motor. Gehäuse andrehen. Noch nicht festdrehen. Erstmal, dass man auf jeden Fall. In die Nähe ist. Also, und dann zeige ich gleich, wie das geht mit letzter Handlung. Ne? So, dann hier vorne. Man will von mittig aus nach außen drehen. Und so. Mann, da sind das immer viele Schrauben. Ne? Oh, nicht gut gemacht. 11 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, hier 13? 2 extra. Ah. Huh? Echt? Ja. Sind er... Of... Neem maar een originalmotor. Serieus? Nou... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het stimmt. Originalmotor? Ja, hebben we. Ja, genoeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, sind auch 13. Oké. Okay. Ja. Nou, wat is jetzt wichtig? Ik kon er niet meer rechnen. Wat echt wichtig is, dan moesten we weer serieus werden. Kurbelwelle, Raum is eigenlijk het wichtigste. Ja. Wenn dat goed abgedichtet is, had man geen Falschluft aan de Zylinderseite en had man geen Leckage of Falschluft eben aan Zündungsseite oder Kupplung, Kupplungsseite oder Zündungsseite. Das ist echt wichtig. Das hier, ja, wenn das nicht ganz dicht ist, dann hat man nur ein bisschen Ölverlust. Ne? Dann, ja, okay, auch nicht gut, aber
dan kann man auf jeden Fall fahren. Hat man es hier, hat man von hier aus bis hier aus diese Schraube angedreht, dann hat man echt ein Problem. Ja, kann man ein Problem haben. Okay. Also erstmal drehen wir diese Schrauben immer leicht an. Ne? Ja. Das ist alles bis zum Motorgehäuse, sage ich immer, bis zum Stahl auf Stahl. Und dann können wir unseren Brennraum, weil das ist eigentlich am wichtigsten, da braucht man keine Falschluft. Also das macht man erst, diese vier Schrauben hier, kreuzlings, weil sonst bekommt man Probleme mit Falschluft am Zündungsseite oder man bekommt Probleme am Kupplungsseite mit ATF-Öl und dann immer von innen nach außen dreht man das an. Und ich mache das immer noch so. Also erstmal diese vier hier, kreuzlings, und dann muss ich das, jetzt kann man das mit ein bisschen Kraft machen, ne? Und dann machen wir das danach mit unserem Drehmomentschlüssel. Also das dreht man noch so ein bisschen. Dann nach vorne, Zylinderseite, auch wichtig, weil auch hier kann Falschluft entstehen. Ne? Wenn das hier undicht ist, wieder ein Problem. Ja. Wenn das hier undicht ist, ja, dann hat man nur ein bisschen Ölverlust vielleicht. Ja, will man nicht vielleicht, natürlich. Ja. Vielleicht. Kann passieren, muss nicht. Aber wenn man das so macht wie der Erik und ich, dann ist das immer gut. Ne? Also diese hier drehen wir noch ein klein bisschen. No, die sind schon ziemlich angezogen, habe ich bemerkt. So, und dann nach hinten. So. Was ich immer gleich mache, weil wir sind jetzt dran. Wir haben hier, ja, die sind neu. Oh, und da ist ein Magnet drauf. Die sind ganz schick. Magnet drauf, wieso denn? Na, wenn da ein bisschen Verschließ ist am Kupplungskorb, Zahnrad oder am Primärantrieb, dann kommt das hier am Magnet. Und wenn man Ölwechsel macht, einfach rausnehmen, sauber machen, neue Öl drin und fertig. Na, dichtring dabei. Und dann machen wir das eigentlich so. Oh, soll ich das gleich mal anziehen? Ja, denk ich schon, ne? Können wir das nicht mehr vergessen. Ne? Ja. Und da ist auch so ein Loch drin, da kann man das mit so einem, wie sagt man das? Ein Sicherungsdraht. Sicherungsdraht kann man das Sicherung. Ja. Dann sieht das echt wie eine Rennmotor aus. Ich ziehe das mal an, weil das gibt, wenn ich das vergesse, dann füllen wir das später ab und dann. Ich denke. Ja, ich denke 14, 15. Das denke ich auch, 14. Mal sehen. 14. So. Nicht zu fest. Es ist beim Adi-Motor schon viel besser als beim Original. Ja. Aber da ist eine Dichtring dazwischen. Ich weiß, Erik, du machst immer Öl dran. So, aber fest genug. Fest ist fest. Okay, ja, da sieht man auch gleich, dass überall diese Dichtmasse rausgekommen ist. Ja, und das sehe ich eigentlich am liebsten, weil besser etwas mehr am Außenseite, dann nichts am Innenseite. Ne? Gut. Dann noch eine letzte Kontrolle, ob alles leicht läuft, ne? Weil, ja, na, es läuft nicht ganz leicht, wieso nicht? Diese Frage bekomme ich auch öfter, ne? Dann schreiben Leute uns und die sagen dann, ja, ich habe eine neue Kupplwelle eingebaut, aber das dreht so schwer. Naja, was ist schwer? Ich finde das hier, Erik, was nachsehen? Ja. Ich finde das nicht schwer. Das läuft eigentlich einwandfrei. Aber es läuft natürlich etwas schwerer, da sind zwei Simmeringen drin. Ja. Na, genau dasselbe machen wir hier beim Primärantrieb. Ja, sieh mal, das dreht sich schon etwas leichter, weil das ist nur, da ist nur einer drin. Ne? Okay, Schraubstock denke ich, ne? Weil wir machen jetzt. Ja, das ist ein bisschen einfacher, ja. Ja. Im Adi-Betriebsanleitung sagen die 12. Bis 15 für der, Newtonmeter. Ja, für der 10.9 Bolzen. Für 10.9 Bolzen. Ja. Und für der 8.8, 8 bis 10. Ja, dann machen wir das 10. Ja. Ne? Ja, immer ich, gut, ne? Ich habe kontrolliert, je ziet 8.8 Bolzen daarin. 8.8, ja. Oké. Okay. Nou ja, dan is dat 10 Newton meer als genoeg. Oké. Okay. Nou, Schraubstock. Immer gefährlich, natuurlijk. Also, ich mache immer so ein Tuch drin. Zum Beschädigung von diesen Zähnen, dass das nicht passiert. Und
Wie spant man das im Schraubstock ein? Nou, nicht hier. Nicht hier. Hier ist der Motor eigentlich am schwachsten. Ne? Und hier, wo es auch am Motor angeschraubt wird, ja, da muss man das im Schraubstock machen. Weil hier sind diese extra Streben drin. Hier ist das Motor echt, echt stark. Nou, dann machen wir das mal im Schraubstock. Oh, so ja. Dat is onze kleine schraubstokje. Ja. Ook weer, ja, niet dat het zo vol klemt, ne? Weil man kan nu meer kapot maken. Ja. Stad. Nou, Erik, moet je dat maken? Ja, ik kan dat niet maken, hè? Na een verletzung. Oké. Hebben ze eerst eingesteld op 10 Newton meter? Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, genau. En schon wieder hier. Von innen nach außen. Zack, ist immer gut, ne? Und kreuzlinks. Mal sehen. Oh, Erik, das funktioniert auch. So gut, ne? Kann man nichts, echt nichts falsch machen, ne? Nein. Und Leute, ja, ich sage immer, investiere in eine Drehmomentschlüssel. Weil, ja. Er kann einfach nicht schief gehen. Ne? Nein. Ich habe Leute gesehen, die haben so einen Onkel Jan. Und die kommen dann dabei. Ne? Und Onkel Jan, die sagt, nee, fest geht fester. Und da kommt der Onkel Jan mit so einer Schraube und so einer Imbusschlüssel drauf. Und dann, ja, fest geht fester. Oh nee, echt Jungs, mach das nicht. Na, Onkel Jan, der muss nur... Oh, oder ein Nachbar, ne? Ja. So um die Ecke. Ja, ja, ja. Ich habe früher, habe ich selber auch am Buch geschraubt. Ja. Und das muss fest sein. Nee, Jungs. Drehmoment, Schlüssel. Echt am besten. Oh, ich bin ganz in die Nähe. Ja, aber 10 Newton meter ist nicht so fest. Nee. Als wie man denkt. Nee, geht. Auch mit Zylinder einbauen, ne? Ja. 9 mit Polini. Ja. Ja, oder 8 mit Polini. Ich brauche immer 9 für den Zylinder. Ja, 9 ja. 9 oder 10. Ne? Ich denke, Originalzylinder 10 ist kein Problem. Also, naja. Investiere darin. Echt, geht ein Leben lang mit. Und da hat man so viel, ja, das ist, macht so viel Spaß. Und man weiß auch echt genau, dass es jetzt gut ist. Nochmal, kontrollieren. Mag ich immer. Ich weiß schon, dass das nicht nötig ist. Es läuft wie neu. Ja, dann sind wir eigentlich... am Motorgehäuse sind wir jetzt ziemlich fertig, einbautechnisch gesehen. Ja. Ne? Und was wollen wir jetzt noch zeigen? Kupplungsgehäuse. Na. Mach das mal so, weil für die Kamera. Normalerweise mache ich das immer auch im Schraubstock. Ja. Aber ich denke jetzt. Der Motor liegt natürlich jetzt am Kurbelwelle. Ein klein bisschen Vorsicht machen. Nicht gut, da muss noch eine Mutter drauf. Also ja, immer vorsichtig machen. Machen wir mal die Tuch darum. Ne? Aber ja, am liebsten in Schraubstock, aber wir müssen das jetzt für die Kamera, müssen wir das so machen. Dann können wir das echt gut zeigen. Okay, was muss man an einer Kurbelwelle für Kupplungskorb noch machen? Naja, wir haben gesehen. Wo ist unsere Buchse? Na, hier. Ah. auch wieder. Ein klein bisschen Öl dran machen, denke ich, weil auch das ist ein Teil, was schnell, ohne Öl, schnell verschließt. Das ist natürlich Messing. Sinter-Alu-Buchse haben wir genommen. Dann mache ich da ein klein bisschen Öl dran. Auch wieder, echt wahr, braucht nicht viel. Klein bisschen, so, nur für die erste Meter oder Montage. Aber, wir brauchen noch etwas hier. Und das ist eine Distanzscheibe. Ja. Schon wieder. Man kann natürlich das Original nehmen, kein Problem. Wenn man die vom alten Motor übernimmt. Wir haben auch die alten Teile übernommen, aber wir haben die alte Distanzscheiben haben wir nicht mehr. Also haben wir einen Shop, haben wir so ein Assortiment. Ein Sortiment. So. Und Spiel. Was sagen wir immer, Erik? Also fühlbar. Nicht sichtbar. Nicht sichtbar. Nein.
Dat is immer das Beste. Also ja, was wir machen, wir machen jetzt in Basis, machen wir Kupplungskorb mit Distanzscheiben, aber Kupplungseinbau ist nächste Sendung. Also da brauchen wir noch etwas mehr Zeit, dann bauen wir auch Zylinder ein, vielleicht noch Zündung, aber jetzt wird, sonst wird die Sendung zu lang, wird es langweilig. Also wir machen das in Basis, machen wir das, aber es kann auch sein, dass wir in der nächsten Sendung noch ein bisschen ausgleichen müssen. Wann wir die Kupplung montieren, noch ein klein bisschen. Ja, weil wir bauen eine Klaukupplung, eine Rennkupplung für die Straße. Wir sind echt sehr froh damit, die sind echt absolut top. Also ja, fangen wir einfach mal wieder an. Ich nehme erstmal eine Dicke von, ja. 1 mm, denk ik. Ja, de originaal is denk ik 1,3? 1,8. 1,8? Ja. Oké. Maar schauen wie dat is. Vielleicht is dat een originaal, dat kan ook nog zijn. Hè? Dat is dat hier im assortiment. Deze is 1,6. 1,6. Ja. Nou. Ja, we hebben... Denk ik, kanst du deze nog... Dat ziet uit als een... Nee, ik denk ook 1,6. Deze is 1,8. Nehmen we die. Ja. Das ist die Originale. Das Original verwenden wir einfach wieder. Geht hier am Kurbelwelle. Da ist das echt dafür gedacht. Nicht vergessen, Leute. Kamera kann das auch mal zeigen. Dann mache ich immer Buchse drauf. Das ist die gute Folge. Ja. Oder machst du das gleich? Ich mache normalerweise erst die Buchse und dann die Distanzscheibe. Wieso denn? Ja, dann fällt er über den Buchse immer gleich am Platz. An die richtige Stelle. Also so? Ja, dann machen wir das. Nee, ist gut, gut. Nur persönlich. Nächste Sendung nur Erik. Hoppakee. Ja. Okay. Dann Kupplungskorb drauf. Oh! Dreht. Ja, super. Super Passform. Und dann muss es hier noch eine Distanzscheibe drauf und dann noch eine Sägering. Oh. Ja. Mal sehen, vielleicht haben wir, aber das ist hier ein bisschen die Frage, ja, wie viel muss das sein? Ich habe meine Brille wieder nicht dabei. Na, ich denke, Erik, weil ich denke, das ist gut. Können wir nur versuchen? Mit einer Sägering bauen wir einfach ein. Da ist so noch eine so, Aussparung. Ja. Noch da. Dann drücken wir das rein und dann hört man wieder. Zack. Sichtbar. Ja. Aber, ja, es fühlt sich schon gut an. Ne? Axial. Niks, ne? Man muss natürlich axial spielen und hin und her spielen, ne? Ja. Also horizontal und axial. Dies ist gut, aber hier ist noch ein bisschen. Schade. Ich hatte gehofft, das war auf eins gut, weil ohne meine Brille. Und wenn man jetzt Zange umdreht, geht das einfacher. Ja, ja. Aber das mit. Okay. Machen wir da noch ein sehr dünne 0,1? Ja. Oder vielleicht ist er nog een dikkere erin. Met deze maal, ik denk een 0,2 of 0,3. Maar mal sehen. Ja, dat is immer. Oh ja, hier hebben we nog een zeer dunne. 0. Ja, dat wordt ganz leise hier. Concentration. Ja, deze is 0,3. Ja, heb ik schon gedacht. En dat hier. Dat is een 0,2, denk ik. Weiß ik eigenlijk sicher. Aber ich habe keine 0,1 hier, Erik. Dies ist auch 0,3. Ah, nee. Ja. Oh, die sind zu dick. Ja. Nee, ja, die sind, denk ich. Diese vielleicht. Die sind dünner, oder? Nee. 0,2. Versuchen wir die. Aber man kann das auch schon optisch. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich denke, wir brauchen so, ne? Ja. Aha. Okay.
hobbymechaniker. Ja. Oh, Erik. Hé, hey. Vuurbaar, niet zichtbaar. Oh. Ja. Ja, super. Also jetzt. Ja, wie gesagt, wir haben Spiel, aber ja, man sieht es nicht, man fühlt es nur. Und dann ist es richtig. Ja. Hm? Haben wir gelernt von älteren Männern. Also, man kann natürlich Spiel immer messen, aber ja, ich denke, Jungs, es ist kein Formel 1 Motor. Es ist kein MotoGP Motor. Es ist einfach ein Puchmotor. Ja. Und ja, wenn das Spiel so ist, ist das super. Also, das nächste Mal, weil jetzt wird Sendung schon bereits fast eine Stunde. Nächste Mal, dann machen wir Kupplung-Einbau, Kupplung-Deckel-Einbau, ja. Zylinder-Einbau und dann vielleicht noch Zündung. PVL? Sag mal, schreib mal einfach in die Kommentare. Ja, ich bin echt PVL-Fan. Wenn du sagst, bitte, mach eine andere Zündung drin, dann machen wir das. Aber ja, mich wäre am liebsten eine PVL-Zündung. Ich fahre immer damit, ohne Licht. Ja, aber ja. Wer braucht Licht? Ich fahre nicht im Dunkeln. Ja, also, nächste Mal machen wir das. Dann haben wir jetzt bis hier ein schöner Adi-Motor für, naja, sag mal 80%. Ne? Ja, 75% ja. Haben wir das fertig aufgebaut. Und dann sind wir das nächste Mal wieder da mit einer neuen Sendung rund ums Adi-Motor. Also, bis zum nächsten Mal. Vergesse nicht zu abonnieren. Drücke auf den Klingel. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt die einfach in die Kommentare oder an info@puchshop.de. Und dann sind der Erik und ich das nächste Mal wieder vor Ort. Ja. Ne? Okay. Ciao. Ja.